Schauen wir, wie wir da hinkommen. Okay. Ist noch nicht so weit. Na gut, versuchen wir es einfach nochmal. Diesmal ohne von der Polizei aufgehalten zu werden. Vielleicht ein bisschen schneller. Dann kennen wir zum Glück schon mal ein bisschen den Weg. Verdammt. Ja, jetzt habe ich wieder falsch abgebogen. Komme ich hier noch in den Tunnel rein? Sieht schlecht aus. Okay. Ich muss umdrehen. Keine andere Wahl. Kostet natürlich alles wieder Zeit. Das ist gar nicht gut. Hey. Wird schon irgendwie passen. Hoffentlich. Das müssen wir halt den Weg noch ein drittes Mal fahren. Eigentlich sollte es ja so gehen. Obwohl, dass wir noch mal fahren müssen. Mit dem Motor aufpassen, dass der nicht selber hitzt. Ich will ja auch nicht, dass die Karre explodiert oder so. Oder uns wieder zusammenbricht. Oh, das ist gar nicht gut. Und bei den Kindern am Lenkrad haben. Oder in meinem Fall halt im Controller. Gerade bei so einer ganz tollen Karre. Und wir schaffen es in der Zeit. Diesmal. Wirklich. Ah ne, bitte nicht. Okay. Das ist wenigstens, was passiert, wenn man Motor überhitzt. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Ah, und das Zeitlimit ist weg. Also wir sind genau rechtzeitig wieder hier. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, ich... Tom.
Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Ja, das kann ja was mal werden. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tony Angelo. Nun, sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Ja, das Glück werden wir auch brauchen. Okay. Rastart! Oh, verdammt! Schauen, dass wir irgendwie nach vorne kommen. Das ist so ein Katastrophenrennen. Soll das ein Witz sein? Nee, nicht anders drauf. Mist! Oh, sind wir weit rausgekommen? Okay. Dann wir müssen drei Runden fahren. Scheiße! Bastard! Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Arschloch! Ein hartes Rennen da draußen. Hoffentlich nicht ernstes. Soll das ein Witz sein? Tony Angelo ist in Führung. Ja, aber nicht für lange. Ah, ich hoffe mal. Anstrengend zu fahren. Taylor, Ennis, Angelo, sie alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit. Ja, zumindest die anderen halt hier auch zu wesentlich besser kontrollieren können. Ich hoffe es mal, dass ich sie halten kann. Okay. Ja, ich glaube schon langsam habe ich den Dreh raus, wie ich fahren muss. Ich kann großen Unfall bauen. Sollte es ja klappen, dass ich hier an der Spitze bleibe. Wenn dann zählt ja der Dom nach uns. Okay, ich glaube schon langsam haben wir Janon abgedrängt. Die Fahrer an der Spitze sind in der letzten Runde. Bald ist das Rennen gelaufen, Leute. Es wird eng da vorne. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. So eng ist das auch wieder nicht. Das nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpft
wie ich gerade die Platzierung sehe, beziehungsweise wie weit die anderen von mir entfernt sind. Ja, hoffentlich bis zum Ende. Was heißt mal, dass ich die Kurve geschafft habe, ohne auszubrechen? Wer kann den führenden Monte Angelo noch einholen? Ja, man sieht sich nicht mehr einholen können. Bin ich schon fast in der letzten Kurve. Und dann ja, das ist glaube ich sogar schon die Kurve. Ah, eindeutig. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Ja, der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Hut. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Ja, hört sich nach Pauli an. Okay, fangen wir mal die Leute. Ich weiß nicht, wo Pauli steckt. Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Cannolis kann es gar nicht geben. Okay, das ist schon. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Ich weiß ja wahrscheinlich auch nicht, wo Pauli ist. Meine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Nee, wir haben ihn noch nicht gefunden. Es sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Ja. Tolles Rennen. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey. Alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Ja, wollen wir natürlich verhindern. Wo könnte Pauli stecken? Top Rennen, Mann.
Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher? Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Okay. Es ist auch nicht, wo Pauli ist. Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raus haben. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lukas. Ja. Poster. Okay, jetzt haben wir Objekte. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr mich umschauen sollen. Okay. Olli läuft seitwärts. Hört sich nicht gut an. Und noch einmal die Bitte: geht, wenn ihr aufgefordert werdet, und haltet euch von illegalen Substanzen fern. Nicht wie letztes Jahr. Gott sei Dank bist du da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Ja, treffen wir ihn nach Hause. Das Beste für Pauli und alle anderen. Die Kuh macht Mut, das Huhn sagt Mat. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay. Ist wohl besser. Los geht's, Großer. Ja, okay. Olli hat eindeutig einen sehr guten Zustand erreicht. Und ich bringe ihn nach Hause. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Pauli? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Lässt du mich alt aussehen, Tom? Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer, der heimgeht. Pauli, du bist betrunken. Du solltest definitiv die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast dir recht. Ja. Hm. Tom, ich brauche eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zum Blue Tropics. Weiß nicht. Ich sollte dich heimbringen. Die Brücke! Nimm die Brücke zur Insel! Bring mich zu den Mädels! Bring mich zu den süßen Schnecken! Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay, das ist was. Oh Mann, du solltest mal die Puppen sehen, Tom! Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Pauli. Du musst mir schon sagen, wo zur Hölle ich hinfahren soll. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Es hat ein blaues Schild. Da brauche ich schon etwas mehr. Oh, zu Hause.
Du hast mich heimgebracht? Vielleicht. Vielleicht ist das. Gute Idee. Ja, okay. Ich werde mal. Träum schön, harter Kerl. Ich werde. Ja. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Natürlich.